Am 25. Dezember startete das James Webb Weltraumteleskop an Bord einer Ariane 5 Rakete ins All. Einen Monat später war der Spiegel vollständig entfaltet. Seit 2 Tagen gibt es das erste Foto. James Webb ist das mit Abstand bedeutendste Teleskop der Menschheit. Kein Instrument kann tiefer in den Raum und weiter in der Zeit zurückblicken. Wenn euch Faktenfülle nicht abschreckt, dann erfahrt ihr in diesem Video alles Wissenswerte rund um James Webb. Das schärfste Auge der Menschheit. Ich bin Ronny, willkommen bei Raumzeit. Eigentlich alles an James Webb ist erstaunlich. So etwa die Tatsache, dass mehrere tausend Wissenschaftlerinnen, Ingenieure und Techniker daran gearbeitet haben oder dass 104 europäische, 12 kanadische und 142 US-amerikanische Firmen und Institutionen in die Mission involviert waren und sind. Das Resultat dieser Kollaboration ist ein Teleskop, welches das mit Abstand mächtigste Weltraumteleskop der Menschheit ist. Verfügt Spitzer noch über einen Spiegeldurchmesser von 85 cm und Hubble immerhin über einen von 2,40 m, so kommt das James Webb-Teleskop auf stolze 6,5 Meter. Da ein kleiner Teil dieser Fläche von Aufbauten verdeckt ist, verbleibt James Webb eine Spiegelfläche, die etwa 5,6 Mal so groß ist wie jene von Hubble. Dazu nutzt Webb 18 hexagonale, goldbeschichtete Spiegel, die ihm auch sein prägnantes Aussehen verleihen. Ausgelegt ist das Teleskop primär auf eine Beobachtung des nahen Infrarotbereichs von 700 Nanometer bis 4 Mikrometer Wellenlänge. Das Instrument MIRI kann auch den mittleren Infrarotbereich bis 28 Mikrometer betrachten. Im direkten Vergleich mit Hubble kann James Webb Objekte sehen, die 100 mal weniger Leuchtkraft besitzen. So vermag es viel weiter in der Zeit zurückzublicken, bis hin zu einer Rotverschiebung von etwa 20, was ungefähr einer Zeit von 180 Millionen Jahren nach dem Urknall entspricht. Das ist jene Zeit, in der wir die ersten Sterne vermuten. Galaxien gab es zu dieser Zeit noch nicht. Für Hubble wiederum ist die Grenze bei 400 Millionen Jahren nach der Entstehung des Universums. Die Entscheidung für den Infrarotbereich ist dabei nachvollziehbar und hat 3 wesentliche Gründe. Sehr alte und weit entfernte Objekte weisen eine starke Rotverschiebung in den infraroten Bereich auf. Diese können wir schlicht nur mit Infrarotastronomie beobachten. Dazu kommt, dass die relevanten Infrarotbänder kaum vom Boden oder auch von Hubble untersucht werden können. Die Atmosphäre der Erde ist für einige Infrarotbereiche nicht transparent und Hubble ist mit seinen 15 Grad Celsius Betriebstemperatur schlicht viel zu warm dafür. Drittens gibt es viele Objekte auch im näheren Bereich, welche am stärksten im Infrarotbereich strahlen, etwa Planeten sowie Trümmer und Staubscheiben. Großartige Bilder werden wir trotzdem sehen können. Es ist ein leichtes, die Infrarotaufnahmen in das sichtbare Spektrum zu übersetzen. Diese Bilder werden auch aus unserer Nachbarschaft kommen. James Webb kann im Grunde alle Planeten, Satelliten, Kometen und so ziemlich alle bekannten Kuipergürtel-Objekte beobachten. Die einzelnen Spiegelpaneele des Teleskops bestehen aus goldbeschichtetem Beryllium. Beryllium hat fantastische Eigenschaften. Es ist 6-mal härter als Stahl und gleichzeitig erheblich leichter als Aluminium. Dazu gilt es als äußerst temperaturbeständig. Wenn ihr jetzt fragt, warum euer Fahrrad nicht aus Beryllium besteht, Beryllium ist extrem schwer zu bearbeiten und kostet 500-mal mehr als Aluminium mit aktuell etwa 1000 Dollar pro Kilogramm. Die Goldbeschichtung verleiht Langlebigkeit und weist gute Reflexionseigenschaften im Infrarotbereich auf. Und warum ist die Temperatur so wichtig? Das James-Webb-Teleskop arbeitet bei einer Temperatur von unter 50 Kelvin, also weniger als minus 223,2 Grad Celsius. Diese Temperatur wird erst in einigen Wochen erreicht werden. Im Moment kühlt die Technik noch ab. Das MIRI für den mittleren Infrarotbereich wird zusätzlich aktiv auf unter 6 Kelvin gekühlt. Wäre das Teleskop wärmer, würde die eigene Infrarotstrahlung, abgegeben von James Webb selbst, die Infrarotbeobachtungen überstrahlen. Um eine solch niedrige Arbeitstemperatur zu ermöglichen, wurde der vorher genannte weite Orbit gewählt. Er vermeidet Wärmestrahlung von Erde und Mond. Es bleibt die Sonne als Wärmequelle und genau dafür dient der aufwendige drachenförmige Hitzeschild, der mit seiner Größe von 14 x 21 Metern stets zwischen Teleskop und Sonne bleibt. Der Sonnenschild verfügt über 5 voneinander getrennte Schichten, jede davon so dick wie ein menschliches Haar. Das Kernmaterial ist eine Polymerfolie namens Captain E. Die Folien wurden zusätzlich beidseitig mit Aluminium beschichtet. Die 2 der Sonne am nächsten liegenden, heißesten Folien zusätzlich mit einem modifizierten Siliziumfilm. Der extrem anfällige Sonnenschild musste 12-fach gefaltet werden, um in die Ariane-Rakete zu passen. Alles an James Webb gleicht, wie schon gesagt, einem technischen Wunder.
Wo ist James Webb eigentlich genau? Anders als das Hubble-Weltraumteleskop, welches sich in einem Low-Earth-Orbit um die Erde befindet, ist James Webb weiter von uns entfernt. 1,5 Millionen Kilometer von der Erde umkreist das Teleskop auf einem sogenannten Halo-Orbit den L2-Lagrange-Punkt des Erde-Sonne-Systems. James Webb ist also auf der sonnenabgewandten Seite unseres Planeten in Richtung der Mars-Umlaufbahn zu finden. Die Lagrange-Punkte sind gravitativ stabile Zonen, welche einen Sonnenorbit erlauben, welcher synchron mit dem der Erde verläuft. Falls ihr mehr zu Lagrange-Punkten wissen wollt, ich lade parallel zu diesem Video eines hoch, welches diese Parkplätze im Weltall genauer erklärt. Schaut gerne mal rein. Der Halo-Orbit, welchen das James Webb eingenommen hat, weist einen Radius auf, der zwischen 250.000 bis 830.000 Kilometern entfernt von L2 variiert. Das Teleskop benötigt etwa ein halbes Jahr, um diesen zu durchlaufen. Weil ein Halo-Orbit nicht gänzlich stabil ist, sind jährliche Geschwindigkeitskorrekturen von etwa 2,5 Meter pro Sekunde notwendig. Insgesamt kann das James Webb etwas mehr als 90 Meter pro Sekunde an Korrekturen durchführen. Der Orbit wurde deshalb so weit gewählt, weil man so Temperaturbeeinflussungen des Teleskops durch den Schatten der Erde und unseres Mondes vermeiden kann. Eine konstante Temperatur ist wichtig für die präzise Arbeit der Optik. Außerdem ist eine dauerhafte Stromversorgung gewährt und die Gefahr durch Beschädigungen durch Weltraummüll ist minimiert. Jegliche Geschwindigkeitskorrekturen müssen immer penibel und eher zu gering durchgeführt werden, um zu vermeiden, dass James Webb vom L2-Punkt abweicht. Das würde in jedem Fall das Ende der Mission bedeuten. Apropos Mission, was soll James Webb in den nächsten Jahren eigentlich leisten? Ich habe ja bereits in der Reihe zum Fermi-Paradoxon immer darauf hingewiesen, dass das Webb-Teleskop uns möglicherweise die Frage nach der Existenz von Leben im Kosmos beantworten kann. Die Beobachtung von Exoplaneten ist tatsächlich auch eine der Hauptaufgaben des Teleskops. Zudem wird das James Webb ganz tief in den Kosmos blicken und nach dem Licht der ersten Sterne und Galaxien im Universum suchen. Es wird die Bildung und Evolution von Galaxien studieren und neue Erkenntnisse zu Sternen und Planetenbildung liefern. Wann können wir die ersten richtigen Fotos erwarten? James Webb hatte am 24. Januar alle Komponenten, insbesondere den Sonnenschild und die Spiegel, vollständig in seine finale Konfiguration gebracht. Es nahm die vorgesehene Umlaufbahn ein und fuhr alle Instrumente planmäßig hoch. Am 3. Februar sah James Webb zum ersten Mal ein Photon und vor zwei Tagen, am 11. Februar, hatte jedes Spiegelsegment den ersten Zielstern abgebildet, HD 84406 im Großen Bären. Das Foto hier zeigt diesen Stern 18 Mal, da die Spiegel noch nicht vollständig justiert sind. Einige Wochen muss James Webb noch herunterkühlen, insgesamt wird es noch ca. 5 Monate dauern, bis alle Tests und Kalibrierungen abgeschlossen sind. Und bereits in dieser Phase können wir aber mit den ersten richtigen Bildern rechnen. Das James Webb-Teleskop gab es zum Spottpreis von 10 Milliarden Dollar. Hier will ich gleich mal einhaken, weil ich weiß, dass es wieder Kommentare in diese Richtung geben wird. Die Menschheit tritt nämlich gern auf der Stelle und sich manchmal auch gegenseitig. James Webb erweitert ganz buchstäblich unseren Horizont in Raum und Zeit und beantwortet vielleicht existenzielle Fragen der Menschheit. Da werden 10 Milliarden Dollar ganz schnell relativiert, vor allem wenn man bedenkt, dass etwa ein Flugzeugträger der Ford-Klasse 13 Milliarden Dollar kostet oder VW im Jahr 2021 einen Gewinn von etwa 11 Milliarden Euro hatte. Das musste mal raus. Habe ich irgendwas ausgelassen, was euch noch interessiert hätte? Schreibt dringend einen Kommentar mit eurer Frage. Ich versuche so viel, wie es geht, zu beantworten. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, freue ich mich sehr über euer Abo und einen Daumen nach oben. Wie immer danke ich den Unterstützern auf Patreon, allen voran den Galaktischen Overlords Markus Tröster, Sebastian Marx, Hermann Hampe, AimGods, Willi Kurt und Christian Willwold. Danke fürs Zuschauen und in diesem Sinne 42. Speed it.